heute Montagmorgen, bei uns ist noch Sonntagabend, wie letzte Woche, drehen wir hier im Wohnzimmer auf dem gemütlichen Fußboden vor dem Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum ist hinter uns. Trotzdem alles beim Alten. Wir wollen mit euch über unsere vergangene Brettspielwoche quatschen. Was kam gut an? Was kam nicht so gut an? News der Woche, Frage der Woche, Antwort der Woche. Melli beginnt mit einer sehr großartigen News der Woche. Ja, und zwar wird es Dead Eater Rising demnächst, also schon schier gar morgen oder übermorgen. Schier gar bedeutet im Schwäbischen beinahe. Fast. wird Dead Eaters Rising auf Deutsch geben. Und zwar wird es bei Cosmos erscheinen. Ja. Und ich glaube, da schreien jetzt ganz, ganz viele Harry Potter Fans auf. Sie bringen nicht nur das, sie bringen auch noch ein Duellspiel in dem Universum. Und das finde ich mal richtig, richtig geil. Wir haben ja diese Rising-Geschichten, nenne ich sie mal. Haben wir alle Spiele da? Wir haben Batman Begins oder wie das heißt. Wie auch immer, und wir lieben diese Spiele. Es ist vom Prinzip immer gleich. Wir müssen gemeinsam hier Gegner bekämpfen und hat halt so eine fancy Figur in der Mitte, die man dreht und so weiter und so fort. Also da freue ich mich richtig drauf. Ja, finde ich auch sehr cool. Also Harry Potter scheint ein fester Bestandteil der Kosmos-Palette zu sein. Muss ich kurz nochmal. Ja, jetzt noch was Witziges. Wir haben nämlich zufällig auf Twitter gesehen, Man vs. Meeple sollte eigentlich für fast alle ein Begriff sein. Die haben jetzt ganz tolle Brettspielmusik gemacht, denn sie haben ich glaube, es ist das Lied von Lady Gaga und dem Herrn, der bei Hangover mitgespielt hat. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Das haben sie umkomponiert und gesungen und haben ein wunderbares Brettspiellied gemacht. Sehr toller Text. Ich blende das Ganze unten oder ich verlinke das Ganze unten in den Shownotes. Schaut auf jeden Fall mal rein. Fand ich echt eine sehr witzige Idee. Der Text ist clever und es ist sogar echt gut gesungen. Ja, ich muss sagen, also Hammer Stimmen. Ich möchte lieber nicht singen, auch kein schwäbisches Lied. Nein. Nein. Wir hatten aber auch Handy wieder... vergessen. Wie letzte Woche, ich hole mein Handy. Achtung, Jogginghose ist an. Jogginghose. Wir machen einfach weiter, und zwar hatten wir ja letzte Woche auch wieder eine Frage der Woche und jetzt kommt die Antwort der Woche, nachdem der Popo neben mich sich bitte hingesetzt hat. Wir hatten ja die Frage der Woche, schaut ihr euch Let's Plays und Co. an? Genau, und Antwort der Woche ist von Claudia Kirmes. Ich sehe keine Let's Plays, das dauert mir zu lange. Eure Reviews sehe ich super gerne. Ich habe das ausgewählt, weil ich mir auch denke, dass mir einfach Let's Plays einfach zu langwierig sind. Und viele hatten geschrieben, sie schauen gern Let's Plays, um sich die Regeln nochmal zu verinnerlichen. Ich glaube aber, dazu reichen dann die Let's Plays, beziehungsweise unsere kurz und knackig Regelerklärungen auch aus. Ob wir jetzt wirklich Regelerklärungen drehen werden, oder besser gesagt Let's Plays, ich weiß nicht, irgendwie fehlt uns da so ein bisschen. Ich komme mir da auch ein bisschen komisch vor. Ich weiß gar nicht, über was wir da, während wir das 1,5 Stunden Spiel mit euch quatschen sollen. So und alles voll hirnen, vielleicht überlege ich mir, was, wenn ich vielleicht den einen oder anderen coolen Gast mal hier mit Melli begrüßen darf, ja, so einen anderen Kollegen, dann vielleicht, aber ansonsten, glaube ich, bleiben wir weiter in unserer Linie treu und ja, machen keine Let's Plays. Aber schön zu wissen, dass ihr das gern seht. Es gibt ja genug andere Kollegen, die das richtig cool machen. Ich muss schmunzeln, weil unser Großer kommt angedippelt und fragt sich gerade, hey, was macht denn ihr da? Und ihr seht ihn jetzt wahrscheinlich gleich, der Hallo, kleine Leo. Schleicher. Ja, wir haben natürlich wieder eine Frage der Woche und die Frage der Woche ist, wann ist für euch ein Spiel zu seicht? Genau, weil man sieht ja immer wieder auch bei Kollegen, dann wird die Kritik geäußert, oh, das Spiel ist zu seicht, auch wenn es vielleicht ein Familienspiel ist. Deswegen würden wir gerne wissen, wann sagt ihr, nee, das Spiel ist mir zu seicht? Oder sagt ihr wirklich, nee, es ist ein Familienspiel, das darf seicht sein? Oder sagt ihr dann rigoros, nee, das kommt mir gar nicht auf den Tisch, das ist mir zu seicht? Würde mich einfach mal interessieren. Und vielleicht auch, was war euch in den vergangenen Wochen, Monaten einfach ein zu seichtes Spiel, das ihr gesagt habt, nee, das will ich nicht mehr auf dem Tisch haben? Ja, aber jetzt mal zu unserer Brettspielwoche. Schatzi, ich brauche meinen Zettel noch, weil ich kann mir das nicht alles merken. Komm her. Jetzt aber zu unserer Brettspielwoche. Wir haben großartig diese Woche auch wieder richtig viel gespielt und auch, Spoiler, den Pinsel geschwungen, aber dazu vielleicht nachher noch ein bisschen was. Am Montag haben wir wieder mal eine Runde Kingsburg gespielt. Das ist ja schon fast ein Klassiker an Brettspiel. Wir haben es ewig nicht mehr gespielt. Aber wir waren ganz schnell wieder in den Regeln drinne. Und es ist ja wirklich easy peasy. Wir haben unsere Würfel, wir würfeln die Würfel. Wir haben zwei Phasen, einmal das Frühjahr und den Herbst. Und den Winter haben wir auch noch. Ja,
Okay. Also man darf kein dreimal bauen, wie auch immer. Ah, dann waren es dreimal bauen. Und wir haben unsere Würfel, wir würfeln die Würfel und können dann entsprechend die Würfel einsetzen. Dabei müssen wir halt schauen, wie setzen wir unsere Würfel ein. Wir können mehrere Würfel auf ein Feld setzen oder wir setzen die Würfel einzeln ein, um viele Felder zu nutzen. Aber unsere Mitspieler haben ja auch Würfel und da muss man ein bisschen taktieren und schauen, gehe ich jetzt lieber auf ein großes Feld und kriege das, was ich unbedingt will, oder zocke ich hier und kriege ein bisschen mehr. Und am Schluss muss man halt immer noch gegen Monster kämpfen, also am Ende der Jahreszeiten. Ich finde es wirklich ein tolles Spiel. Wir spielen es einfach viel zu selten. Eigentlich schade drum, weil ich finde es immer wieder gut. 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 Dann hau mal raus am Dienstag. Dienstag haben wir gespielt quasi den, ich weiß gar nicht, ob es der inoffizielle Nachfolger von Ex Libris ist. Wir haben Athenum gespielt. Das heißt, glaube ich, Athenum Mystery Bibliothek. Library. Mystery Bibliothek. Ja, keine Ahnung. Es geht darum, dass wir auch wieder als Studenten in einer Bibliothek sitzen, noch auf unser Semester lernen oder auf die Klassenarbeit oder auf unsere Prüfung lernen. Und weil wir da ein bisschen zu lange drin waren, erlaubt uns der Wachmann quasi länger drin zu bleiben und als Gegenleistung helfen ihm nachher die Bibliothek aufzuräumen. Und es ist ein witziges Puzzlespiel, denn wir haben Karten auf der Hand, die werden getrafft, also ich suche mir eine Karte aus, die anderen gebe ich weiter und dann führe ich diesen Effekt dieser Karte aus. Zum einen darf ich selber etwas machen und meine Mitspieler links und rechts profitieren natürlich auch noch von meiner Karte. Dann geht es eigentlich darum, dass ich versuche, Aufträge zu erfüllen oder eben so Ziele zu erreichen. Das heißt, die Bücher müssen eben speziell angeordnet sein, grün, rosa, schwarz, blau oder in gewissen Regalen müssen die sein. Es ist echt sehr cool gemacht. Ich finde es tricky. Es ist zwar ein Familienspiel, aber ich finde, es gibt echt viel zu beachten. Und so vom Spielgefühl war es total fluffig, hat echt Spaß gemacht. Fand ich so ein kleines Geheimperle. Eine Geheimperle, ja. Es sieht sehr schnuffig aus und am Anfang denkt man sich, ja gut, was soll man in den paar Runden reißen? Wir spielen insgesamt nur 10 Runden und da denkt man sich, okay, was soll ich denn da groß reißen? Aber da tut man wirklich was, weil man profitiert ja auch von den Karten von seinen Mitspielern. Ja. Und da versucht man aus jedem Zug das Maximum rauszuholen. Man braucht auch Zauberstäbe, um Aufträge überhaupt erfüllen zu können. Und dann muss man immer abwägen. Ich finde es echt clever designt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch auf Deutsch rauskommt. Ich weiß nicht, ob es bei Schwerkraft rauskommt, aber es ist ein cooles Spiel. Ja, und es, wir haben es, Spoiler, wir haben es zu viert gespielt und wir haben es auch zu zweit gespielt. Und in jeder Konstellation, finde ich, funktioniert das richtig gut. Hab ich Macht Laune. Nee. Blödes Spiel. Doch, super Spiel. Die Viererpartie. Super Spiel, Viererpartie, zack, gewonnen. Mit beste einem Spiel. Punkt, glaube ich. Ja, völlig wurscht. Gewonnen, das zählt. Ja, gut. Danach ging es locker flockig weiter mit dem Kartendraften und zwar Carnivals of Monsters haben wir endlich auch mal gespielt. Vom Pile of Shame runter das Ding, ja. Ja, super. Ich glaube, da braucht man immer viel dazu sagen. Sagt man nicht viel zu. Karten draften, Monster fangen, seine Dings hier ausbauen und keine Ahnung was. Und zu viert in einer Stunde gespielt gewesen. Genau. Und hat gut. Mich wirklich sehr an Monster Expedition erinnert. Ja, das ist schon ähnlich. Von den Monstern und keine Ahnung so. Kam einem schon so bekannt vor, hat aber richtig Laune gemacht, war schnell gespielt, gerne wieder. Am Mittwoch haben wir wieder ein Spiel. Das war die Pile of Shame Woche, glaube ich. Denn am Mittwoch haben wir was von Pile of Shame geholt. Was für 2019? 2019 haben Nur wir das Nur wegen der Verpackung und des Covers hat Melly das mitgenommen. Aber Melly sagt euch jetzt erstmal, worum es geht. Hats. Ja. Nicht Hats. Hats. Hüte. Es hat ein wunderschönes Cover, erinnert so ein bisschen an den Hutmacher von Alice im Wunderland. Ich glaube, daran ist auch vielleicht so fast ein bisschen angelehnt, oder? Könnte ich weiß tatsächlich es aber nicht sein. So genau. Und wir haben eine gemeinsame Auslage und wir versuchen, unsere neuen Karten effektiv zu nutzen. Wir spielen sozusagen 8 Karten vor uns aus und die letzte Karte, wo wir haben, das ist unsere Favor Card. Und wie geht das Ganze? Wir haben also verschiedene Karten auf der Hand. Wir haben noch eine kleine Auslage in der Mitte und wir tauschen sozusagen die Hüte in unsere Auslage. Das heißt, wenn ich jetzt die gleiche Farbe habe, nehme ich einfach eine Karte, lege die in die Mitte und nehme dann entsprechend diese Karte und lege sie vor mir aus. Was möchte ich damit erzielen? Ich möchte natürlich Siegpunkte machen.
Ich kann aber auch, wenn ich jetzt keine farblich passende Karte habe, eine höhere Zahl reinspielen und lege dann auch diese Karte vor mir aus. Und so tut man während dem Spiel eben bestimmen, welcher Hut was nachher wert ist. Der Wert geht von 1 bis 5. Und der Mitspieler versucht natürlich, seine Hüte besser darzustellen wie die anderen, weil er möchte ja eigentlich mir schlechte Punkte zuschustern und seine eben hochwertig machen. Und es ist übelst verkopft, ja. Also es ist natürlich ein Familienspiel, es ist jetzt nicht krass komplex, aber es macht manchmal so einen kleinen Knoten in den Kopf, weil ich muss überlegen, wann spiele ich welche Karte, welche behalte ich auf der Hand, weil am Schluss kann ich noch eine Farbe werten, das heißt, wenn ich nur einen Orangen auf der Hand habe, dann darf ich die Kartenwerte der orangen ausliegenden Karten werten, aber auch nur, wenn oben in der Auslage noch eine Karte liegt. Es war wirklich teilweise, dachte ich mir, oh Mist, du habe ich überhaupt nicht beachtet, haben es gleich nochmal gespielt und wieder so, oh Mann, das habe ich auch vergessen. Es ist aber eigentlich ein geniales Spielprinzip, total tricky, aber es macht so einen klitzekleinen Knoten in den Kopf und ich habe einmal so heftig abgelost. Ich glaube, ich habe 9 Punkte gemacht und Melli 35. Wollen wir nicht drüber reden? Kommen wir zum nächsten. Nee, sag mal nichts. Aber es ist wirklich... Nein, wir haben gesagt, reden nicht drüber. Ja, aber ich habe es wirklich gemerkt. Angelo legt so die Karte und er so... Und dann wusste ich, sage ich, jetzt hast du es verkackt, ne? Und er, ja, richtig, Mann. Ja, okay, ja, jetzt kommen wir zum Freitag. Nee, wir können auch noch über den Donnerstag reden. Ja, Donnerstag haben wir ja gespielt. Ach, doch, gemalt haben wir. Gemalt, wir haben richtig. Diese Woche waren wir mal wieder fleißig am Malen. Vielmehr am Donnerstag war ja auch Heiligabend. Da haben wir eher ein lecker Essen gezaubert und so weiter. Und ein bisschen auch die Zeit genutzt zum mal wieder malen. Wir haben Marvel United angemalt und ich muss sagen, es hat wieder richtig, richtig Laune gemacht. Ja. Und unser Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben jetzt für alle Figuren, glaube ich, haben in der Woche durchgezogen. Ich finde es einfach schöner. Figuren sind bemalt einfach immer schöner und ich höre so oft, oh, ich traue mich nicht, macht's einfach, Leute, malt das Ding an und selbst wenn ihr sie nur in den ganz normalen Grundfarben anmalt, es wirkt so viel besser auf dem Tisch wie einfach graues einfarbiges Plastik. Genau, malt die an, traut's euch, ihr macht in der Regel nicht viel kaputt, im Gegenteil. So, jetzt aber Freitag haben wir was Größeres gespielt, und zwar Beyond the Sun, das Rio Grande Game. Auch vom Post. Auch von Pile of Shame runtergeholt, dabei liegt es ja noch gar nicht so lange. Es wird nächstes Jahr bei Strohmann Games erscheinen. Ja, worum geht's? Also die Geschichte ist, es ist ein postnuklearer Krieg gewesen und wir Menschen müssen jetzt halt weg von der Erde. Und dafür starten wir so Raumschiffe und fliegen halt weg. Und das ganze Spiel ist eigentlich eine Art Tech-Tree, also ein Technologiebaum. Der fängt halt vorne an, den können wir erforschen, dann dürfen wir die Aktion ausführen. Wir schalten, insgesamt können wir 4 Stufen aufleveln. Manchmal brauchen wir halt 2 vorangegangene Technologien, um das Ganze zu erforschen. Und ich bin aber noch nicht ganz sicher, wie mir das Spiel gefällt. Also ich finde, es hat schon Spaß gemacht. Aber zum einen kommt dieses postnukleare Thema so gleich null rüber. Es ist sehr trocken, fand ich. Es liegen halt diese Technologiekarten da aus. Die erlauben mir halt dann mit meinem Raumschiff irgendwas zu erforschen. Und im Grunde ist es halt auch so ein bisschen Optimierspiel. Was habe ich erforscht? Dann gibt es natürlich bessere Erforschungen, die erlauben mir halt Aktionen günstiger zu machen. Ich brauche dann vielleicht nur noch 3 Rohstoffe, um so etwas zu machen, was mich sonst 4 kosten würde. Es hat sich schon cool gespielt. Aber es war so ein bisschen fitzelig, würde ich sagen. Ja, es ist ein bisschen kleinteilig. Jeder schaut halt, man legt da seine Arbeiter sozusagen hin an diesem Tech-Tree. Und wo man eben seine Arbeiter hingestellt hat, kann man wieder sein Männchen hinsetzen. Und irgendwann verliert man so ein bisschen den Überblick oder hat man dann halt Vergünstigungen und denkt nicht mehr dran. Und dann ist das nachher so ein Riesending. Und eigentlich geht es darum, dass gewisse Aufträge erfüllt werden sollen. Ja, und zu zweit heißt halt, es liegen 4 Aufträge aus. Und sobald 3 Aufträge erfüllt sind, egal von wem, wird das Spielende eingeleitet. Und am Anfang denkt man sich, ja, das hat man ja gleich. Und irgendwie verfranst man sich ein bisschen. Man kann auch nur im Weltall rumreisen. Ja, man kann auch und so zivilisieren Ziele, und genau, keine Ahnung. Kolonialisieren, Colonization. Genau, und irgendwie war es halt so ein bisschen franzig und ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ein bisschen was bei der Anleitung schiefgegangen ist. Ich habe die Anleitung gelesen, war total aufgelöst, habe gar nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Und während wir das Spiel dann aufgebaut haben, kam da
dann noch eine Doppelseite raus, wo Setup drauf war. Vielleicht musst du einfach in Zukunft immer das ganze Spielmaterial einmal checken, bevor du nun die Anleitung rausnimmst. Ja, habe ich sonst nichts zu tun. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es so wahnsinnig geil ist. Ich meine, auf BoardGameGeek ist es mit 8,4 gerankt. So hoch würde ich es auf gar keinen Fall momentan einstufen. Ich finde es okay, gut, aber mag ich. Hat auf jeden Fall bessere Sachen auf dem Tisch dieses Jahr. Genau. Ja, am Samstag habe ich eine wunderbare Damenrunde Noctiluca gespielt. Noctiluca ist einfach ein wunderschönes Wort und auch ein wunderschönes Spiel. Um was geht's? Ja, wir haben hier Noctilucas im großen See schwimmen und die wollen wir einfangen in Vasen. Und das machen wir ganz einfach, indem wir einen Meeple setzen und dann können wir eben in diese Richtung oder in diese Richtung gehen, müssen dann noch eine Zahl ansagen und sammeln dann die Würfel in diese Zahl ein, Farbe ist dann egal, und legen diese dann in unsere Vasen. Wir fangen sozusagen diese Noctilucas. Und alles, was über ist, kriegen meine Mitspieler reihum. Und wir versuchen, diese Vasen voll zu bekommen. Manche haben dann noch Sonderpunkte. Wir kriegen dann immer solche Chips noch als kleine Belohnung. Und wir spielen das insgesamt nur 2 Runden. Wenn man es zu dritt spielt, hat jeder 4 Züge. Aber ich finde, man muss halt gucken, dass man was macht. Genau, aber es ist halt echt ein schönes Spiel, weil man halt so clever wirklich hirnen muss. Ich kann den Meeple so einmal ums Board stellen, darf halt immer nur 2 Zeilen aktivieren auf dem Spielbrett. Und da muss man echt tricky überlegen, welche Würfelwerte nehme ich. Und dann ist nämlich das Schlimme, die Würfel, die ich nicht nehmen kann, die bekommt mein Mitspieler. Also muss ich so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht jetzt hier so blind reinrenne, so, ich nehme hier diese 5, 6 und kann nur 2 benutzen. Mhm. Weil die gehen dann halt reihum und dann erlaubst du halt den anderen Spielern, dass die was machen. Es ist super schnell gespielt, leider immer noch nicht auf Deutsch erhältlich und ich glaube, es kommt auch noch nicht. Also es gibt, ist noch nicht absehbar, ob das Ganze kommt. Es ist, das Ganze ist von 2018 von Z-Man Games. Und mit den Damen, wo ich es gespielt habe, da war meine Mama dabei, hat es ja schon eine Weile jetzt ausgeliehen, so seit September. Aber jetzt haben wir es zurückgezogen. Und sie hat dann so, ja, aber das gibt's nicht in Deutsch, das kriegt man hier nirgends. Nee. Ich so, ja, wir müssen mal gucken. Hab da so eine kleine deutsche Übersicht dazu geschrieben. Wir haben es ja auch schon mal verschenkt. Und es ist einfach ein wunderbares Spiel. Das stimmt, ich mag es echt gern. Gut, kommen wir jetzt zum Sonntag. Denn Sonntag spielen wir mit Mellys Eltern. Und Bruder. Wir haben mit Mellys Familie, machen wir es einfach so, mit unserer Familie, wir haben relativ viel gespielt, aber ein Spiel haben wir endlich mal wieder auf dem Tisch gehabt, das haben wir, glaube ich, seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt. Bestimmt. Und das war Frantic von Game Factory. Ist so ein Uno-Klon, um es mal ganz banal auszudrücken, aber mit dem tollen Ärgerfaktor. Es gibt so Sonderkarten, die mir halt erlauben, jemanden 2 Karten abzugeben. Ich kann mir hier welche Karten wegnehmen, ich kann 2 Karten auf einmal auslegen, ich darf eine Farbe wünschen. Ich mag das Spiel total gern. Es gibt ja inzwischen auch 2 Erweiterungen. Wir haben es einfach im Base Game gespielt, weil wir müssen ja heute quasi zurückkommen. Um 20 Uhr. Genau, wegen der Ausgangssperre. Deswegen sitzen wir jetzt auch hier fleißig vor dem Baum und können mit euch dieses Video machen. Ich mag dieses Spiel total gern. Ich wollte es eigentlich schon an Heiligabend mit Maddys Eltern spielen. Lassen wir mal wegen dem Hausfrieden. Ja, genau, deswegen habe ich es nicht gespielt. Nee, es kam irgendwie, wurde es... Das sind andere Dinge einfach auf den Tisch gekommen. Und heute war eher so der Kartentag. Wir haben Frantic wirklich mal wieder gespielt und es ist einfach grandios und so witzig. Man weiß nämlich nie, wie so eine Partie ausgeht. Es gibt nämlich noch so gemeine schwarze Karten. Wenn man die ausspielt, dann schaut man in so einem langen Übersichtsblatt nach, was denn passiert. Da können lauter tolle Sachen passieren, wie das Spiel ist sofort aus, alle zählen ihre Punkte. Oder derjenige mit den wenigsten Karten tauscht mit dem, der die meisten Karten hat. Es ist ein heilloser Spaß. Ich mag das Spiel total gerne. Das war unser Sonntag. Das war unser Sonntag. Unsere nächste Mieze dippelt an. Und man könnte denken, warum? Man wohnt hier im Zoo oder sowas. Ja. Oder am Bahnhof, sagt man. Sie hat sich gedacht, ey Leute, das ist mein Weihnachtsbaum. Was macht ihr da? Ja. So. Jetzt haben wir unsere Woche durch. Wir gehen jetzt weg vom Baum, dass die Mausi ihren Baum wieder in Beschlag nehmen kann. Wir wollen auf diesem Wege natürlich allen einen guten Rutsch wünschen. Bleibt gesund, übertreibt's bitte am Donnerstag nicht. Kommt gut ins neue Jahr rein. Und wir hoffen, dass wir uns dann hier wieder regelmäßig zu unseren tollen Videos sehen. Zum Rückspiegel, was wir eben so als Infos und was auch immer haben.
und sagen vielen, vielen lieben Dank auch nochmal hier an dieser Stelle fürs treue Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Liken und so weiter und so fort. Genau, das war's jetzt von hier, vom Rückspiegel im Wohnzimmer. Der letzte Rückspiegel 2020. Richtig, der letzte Rückspiegel 2020. Ich sage auch nochmal Danke und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao! Ciao.